Hallo Leute, grüße euch wieder bei MyNex One. Ja, es ist wieder soweit, aber diesmal kein Hardware-Check, sondern wir brauchen natürlich auch für unseren Office-PC oder für unseren Privat-PC zu Hause natürlich Software. Ja, und die Software muss nicht immer was kosten, deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal 4 verschiedene Sachen an, die richtig top sind und wirklich nichts kosten. Und nach meiner Meinung gehören die fast auf jeden PC drauf. Als erstes in unserer kostenlosen Reihe haben wir natürlich den VLC-Player. Der gehört einfach auf jeden PC drauf. Damit kann ich jedes x-beliebige Video wiedergeben oder auch natürlich MP3-Musik abspielen. Von daher ist der schon super. Und wir schauen uns natürlich auch gleich an, wie wir die Software installieren. Als nächstes brauchen wir natürlich einen E-Mail-Client und dann nehmen wir natürlich den Thunderbird. Der ist auch perfekt. Da drin kann ich natürlich mehrere E-Mails verwalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail-Adresse bei web.de habe und dann vielleicht noch bei GMX und vielleicht auch noch woanders, kann ich die alle in diesem Programm perfekt zusammenfassen und auch perfekt verwalten. Man muss sich das vorstellen, das sieht so ähnlich aus wie bei Outlook. Ja, dann haben wir natürlich noch unser Passwortproblem. Da nehmen wir KeePass. Jeder weiß, wie es heutzutage läuft. Wir haben tonnenweise Accounts und brauchen natürlich überall ein anderes Passwort. Deswegen rate ich nochmal dazu, Leute, nehmt ein langes, nehmt ein Passwort, Großschreibung drin ist, Kleinschreibung, Buchstaben und vielleicht auch Sonderzeichen. Und nehmt bitte bei jedem Account, wo ihr seid, auch ein anderes Passwort. Ja, um dieses gut handeln zu können, nehmen wir natürlich jetzt KeePass. Und KeePass ist natürlich auch kostenlos, wie alle Softwarepakete, die wir uns heute anschauen. Und wir schauen uns natürlich auch von allen die Installation an. Von daher ist KeePass hier eine gute Wahl, um meine ganzen Accounts zu verwalten. Was wir natürlich dringend auf einem PC brauchen, ist natürlich noch ein Textprogramm, womit wir natürlich dann unsere ganzen Texte schreiben können, wie mal einen Brief oder irgendwas anderes oder vielleicht auch mal Excel-Tabellen bearbeiten. Und dafür nehmen wir natürlich OpenOffice. Viele kennen es von euch auch schon, das ist natürlich auch kostenlos. Und das sind die 4 Programme, die auch auf jeden PC oder Office-PC draufgehören. Ob Privatbereich oder Gewerbe, spielt eigentlich an der Stelle keine Rolle. Das ist auf jeden Fall das Must-Have und jetzt schauen wir uns einfach mal die Installation und die Programme kurz an. Als erstes schauen wir uns natürlich einmal den VLC-Player an. Das ist ja der Player, der uns alle Dateien oder alle Videoformate oder auch MP3s wiedergeben kann. Und der ist natürlich auch kostenlos und darum geht es ja heute auch. Und wie man hier schon sieht, sind wir auf der Originalseite vom Hersteller. Also immer ein bisschen darauf achten, dass ihr von den Originalseiten der Hersteller die Dateien runterladet. Nicht, dass ihr plötzlich irgendwas anderes mit dabei kriegt, was ihr eigentlich gar nicht auf eurem PC haben wollt. Oder noch viel schlimmer, dass da irgendein Programm dabei ist, was euch dann sogar noch ausspioniert oder so. Ja, wir sind hier natürlich auf der Originalseite und laden natürlich direkt einmal den VLC-Player für uns herunter. Ja, jetzt steht hier, der Download startet in ein paar Sekunden. Bin ich gespannt, ob das auch so ist. Man muss immer ein bisschen gucken, weil die Firmen finanzieren sich natürlich auch, zum Beispiel wie hier über Werbung. Das muss alles nicht angeklickt werden. Wir wollen natürlich nur den VLC-Player haben. So, während wir jetzt den VLC-Player runterladen, gehen wir natürlich schon über zum nächsten. Das nächste Programm, was wir uns jetzt runterladen werden, ist natürlich der Thunderbird. Ja, der ist so ähnlich wie Outlook. Man sieht das hier auch schon in der Übersicht. Man hat an den Seiten einfach diese Reiter, wo ich meine eigenen Ordner habe, wo ich meine E-Mails super komfortabel verwalten kann. Und das Programm ist natürlich auch kostenlos, wie alle anderen Programme. Und deswegen ist das eigentlich eine echt nette Geschichte und das ist wirklich einfach zu konfigurieren. Man gibt theoretisch bei der Installation einfach nur seine E-Mail an und sein Passwort und der Rest wird von ganz alleine eingestellt. Und dann kann man über dieses Programm seine ganzen E-Mails komplett verwalten. Man könnte natürlich auch hergehen und noch einen zweiten Account einfach mit hinzufügen. Das heißt, dann habe ich natürlich mehrere E-Mails in meinem Thunderbird drin und kann die alle dort super verwalten. Und da es kostenlos ist, nehmen wir das natürlich auch mit. Ja, speichern und natürlich warten wir, bis es runtergeladen ist. Auch die wollen natürlich oder würden gerne von uns eine Spende bekommen, aber auch das muss nicht gemacht werden. Man kann das Programm wirklich komplett kostenlos benutzen.
So, als nächstes haben wir OpenOffice, das ist natürlich unser Textprogramm. Es ist auch so ähnlich aufgebaut wie Word oder Excel, was wir von Microsoft kennen. Aber dieses ist natürlich auch komplett gratis. Und dann nehmen wir die neueste Version natürlich, gehen wir einmal auf Herunterladen, jawohl. Und dann sieht man hier schon, dass hier schon für uns Windows, ich sag's mal so, vormarkiert ist, Deutsch in der 10er Version, perfekt. Und dann gehe ich natürlich vollständig herunterladen. Klar muss ich hier natürlich wieder die Datenschutzerklärung und sowas akzeptieren. Und dann müsste eigentlich der Download innerhalb von 5 Sekunden starten. Bin ich mal gespannt. Ja, wenn auch so wie jetzt mal der Download nicht automatisch startet, kann ich auf meiner Tastatur einfach F5 drücken, dann wird die Internetseite nochmal geladen und ich hoffe, jetzt startet der Download von ganz alleine. Und wie wir sehen, funktioniert das auch. Also einfach merken, wenn mal irgendwas nicht abläuft im Browser vernünftig, weil dort so ein automatischer Start hinterlegt ist, einfach die F5-Taste, dann wird die Internetseite neu geladen und wie wir sehen, funktioniert alles einwandfrei und das Programm wird heruntergeladen. Als letztes schauen wir uns natürlich noch KeePass an. KeePass ist einfach eine super Sache, weil wir haben alle das gleiche Problem. Wir haben viele Accounts im Internet, wie zum Beispiel bei Amazon, bei eBay oder weiß der Geier wo. Und wir müssen natürlich irgendwie unsere Passwörter verwalten. Und KeePass ist komplett kostenlos. Ich benutze das sogar selber und finde das super. Und darin kann ich natürlich einfach meine kompletten Passwörter für alle Accounts verwalten. Das heißt, es gibt einmal ein übergeordnetes Passwort, womit ich in mein KeePass reinkomme. Tja, und dort sehe ich dann all meine Passwörter. Und was ich auch immer noch vorschlagen würde oder empfehlen würde, ist, bitte nehmt auf jeder Plattform ein anderes Passwort. Ändert wenigstens ein, zwei Buchstaben ab, speichert die jetzt in KeePass und alles ist gut. So, dann nehmen wir natürlich auch die neueste Version und laden die einmal herunter. Ich muss einmal ein bisschen rangehen. Okay, hier. Okay, jetzt kriegen wir hier natürlich noch eine Menge Auswahl. Wir wollen natürlich, weil wir Windows haben, die komplette Installation haben. Und dann nehmen wir natürlich das neueste. Ah, guck, auch hier werden wir sogar auf die gleiche Seite geleitet wie eben gerade. Aber wie wir jetzt schon sehen, läuft der Download wirklich von alleine ab. Und wir speichern natürlich das Programm auf unserem Computer. So, ich habe jetzt mal alle unsere Programme, wie man hier sieht, einfach mal auf den Desktop geschoben. Im Prinzip lande ich natürlich, wenn ich was downloade, im Download-Ordner von Microsoft. Das heißt, jetzt gehen wir eigentlich her und würden ein Programm nach dem anderen einfach mal installieren. Starten wir einfach mal mit dem VLC-Player. Nicht wundern, das wird jetzt einmal auf der anderen Seite geöffnet. Ich schiebe das mal kurz rüber und sage ja, klar, wir müssen zustimmen, dass wir es öffnen wollen. Und wir müssen natürlich auch die Installation starten und schauen uns jetzt natürlich einmal die Installation an. Ja, jetzt können wir hier natürlich alles Mögliche noch anhaken oder nicht anhaken. Ich würde es einfach auf Standardeinstellungen stehen lassen und auch ich würde es im Programm, also in den Programmordner verschieben, automatisch, wo Windows halt alle meine Programme hat. So, und dann wird natürlich der VLC-Player schon installiert. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, was für einen Computer ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel ein M2.0 drin habt, kann es natürlich sein, dass das ziemlich schnell geht. Wenn es eine normale HDD ist, dauert es natürlich ein bisschen länger. So, starten wir einfach mal den VLC-Player. Jetzt fragt er uns natürlich, ob wir ihm Netzzugriff erlauben und ob er aktualisieren darf. Ja, von mir aus ist das in Ordnung. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Und so sieht dann der VLC-Player zum Schluss aus. Das heißt, jetzt könnt ihr eigentlich hergehen, nehmt eure Dateien, schiebt die einfach hier oben rein, lasst die fallen und der VLC-Player spielt sofort die Dateien ab. Also von daher haben wir hier jetzt schon gewonnen. Der VLC-Player ist drauf. Und ich könnte den auch noch als Standard einrichten, das heißt, der wird dann immer benutzt, wenn ich irgendwelche Videos abspiele. So, das nächste Programm wäre jetzt natürlich einmal zum Beispiel, wenn wir die richtige Reihenfolge machen würden, einmal der Thunderbird. Auch hier muss ich natürlich einmal gerade vom zweiten Bildschirm einfach wieder rüberschieben. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage im Windows, ja, ich möchte es natürlich installieren.
Und ich will natürlich die komplette Installation hier durchlaufen. Gehen wir einmal auf Weiter. Auch da würde ich eigentlich Standard stehen lassen. Auch hier wieder in dem Ordner Programme. Er erstellt dort natürlich automatisch dann seinen eigenen Ordner. Das ist auch alles richtig. Installieren, kurz abwarten. Dann starten wir natürlich auch einfach mal die Mozilla Thunderbird. So, ich schiebe einmal hier gerade rüber, was der uns da alles aufmacht an der Stelle. Und so wird der Mozilla Thunderbird eigentlich gestartet. Im Prinzip gibt man jetzt nur noch seine E-Mail-Adresse ein oder eher gesagt erstmal seinen Namen, dann seine E-Mail-Adresse, wenn man zum Beispiel bei GMX oder irgendwo ist. Und zum Schluss gibt man nur noch sein Passwort ein und den Rest richtet der wirklich von selbst ein, indem man einfach auch weitergeht und schon hat man alles eingerichtet. Ich glaube, wenn ich jetzt auf Abbruch gehe und sage, ja, kann dir den noch als Standard festlegen oder irgendwas, das ist ja an der Stelle auch völlig in Ordnung. Aber ich sehe jetzt natürlich gerade keine Übersicht von meinen E-Mails, weil ich dort noch nichts hinterlegt habe. Aber im Prinzip, wenn ich die Sachen alle eingebe, ist der Thunderbird an der Stelle schon fertig und kann direkt benutzt werden. Also nicht wundern, dass es gerade so an der Stelle aussieht. Wenn ich meine Daten eingegeben hätte, hätte ich jetzt wie bei Outlook an der Seite natürlich schön meine Ordner, wo alles drin ist. Ja, dann können wir den an der Stelle auf jeden Fall auch zumachen und gehen einfach zum nächsten Programm. Da haben wir dann nämlich als nächstes unser OpenOffice. Auch hier wieder ein Doppelklick. Ja, wir stimmen natürlich zu. Und auch hier natürlich die normale Installation. Jawohl. Nehmen wir alles mit. Dauert natürlich wieder ein bisschen was, weil es wird natürlich immer was installiert und auch eingerichtet fürs Windows. So, ich kann mal gerade die Datei wieder rüberholen. Wie man sieht, wird hier noch was als Zusatz gebraucht, was aber sofort mit installiert wird. Dann gehen wir hier auf Weiter. Man kann hier natürlich jetzt seinen Namen hinterlegen. Ich hinterlege jetzt hier einfach mal gar nichts oder schlage dann immer vor, mach einfach 2 Underscores rein. Benutzen darf das jeder, der diesen Computer bedient. Würde ich auch immer so stehen lassen. Von daher weiter. Typische Installation. So, natürlich möchte ich meine Verknüpfung auf den Desktop. Jetzt läuft natürlich wieder die Installation. Jawohl, jetzt muss ich einmal gucken, ob ich ihn starten kann. Der ist natürlich jetzt hier zum Beispiel da oben auch schon mit drin und darüber könnte ich den jetzt natürlich auch direkt starten. Also machen wir uns das OpenOffice einmal auf. Jawohl, da kommt da mal so eine kleine Einrichtung. Ich möchte aber meinen Namen nichts hinterlegen, ist auch nicht notwendig an der Stelle. So, und damit haben wir auch schon unsere Übersicht, wie auch bei Microsoft. Wir können natürlich jetzt hier unser Textprogramm benutzen oder unsere Tabellenkalkulation. Das eine wäre zu vergleichen mit Word bei Microsoft, das andere wäre zu vergleichen mit Excel. Wenn wir jetzt einfach mal die Word-Variante öffnen, merkt man jetzt schon, ja, es sieht auch ziemlich ähnlich aus wie Word. Wird auch vom Handling her fast genauso bedient und man kann sogar Word-Dokumente auch im OpenOffice öffnen oder auch umgekehrt. Das Einzige, wo man vielleicht ein paar kleine Abstriche machen muss, wenn man Pech hat, ist die Formatierung nicht einfach perfekt, aber dafür haben wir ein Textprogramm komplett kostenlos und ich würde ganz ehrlich sagen, für uns Privatpersonen reicht das völlig aus. So, kommen wir zu guter Letzt einfach noch zum KeePass, zum letzten Programm. Auch hier wieder das gleiche, jawohl, zulassen die Installation, jawohl, hoppala, wir akzeptieren dann natürlich und was haben wir hier noch, ich akzeptiere die Vereinbarung, ja, das muss ich natürlich, wenn ich Software benutze, muss ich natürlich auch in der Datenschutzerklärung oder wie ich die Software benutzen darf, zustimmen,
Jawohl, lassen wir alles da stehen, wie es ist. Jetzt bietet er uns hier noch mehrere Varianten an. Auch das lasse ich einfach mal so, wie mir das vorgeschlagen wird von KeePass. Und auch hier lasse ich alles so eingestellt. Man könnte jetzt noch ein Desktop-Symbol hinzuholen oder ein Symbol in den Schnellstart. Ja, von mir aus nehme ich einmal beide mit. Jetzt läuft natürlich wieder die Installation durch. So, und dann gucken wir uns das KeePass auch einmal an. So, wenn das KeePass das erste Mal gestartet wird, dann fragt er uns natürlich automatisch checken vor Updates. Ja, kann er von mir aus gerne machen. Und so sieht dann unser KeePass komplett aus. So, gehen wir jetzt einmal oben auf Neu. Jawohl, eine neue Datenbank. Die legen wir einfach in unseren Ordner Dokumente, was an der Stelle auch völlig in Ordnung ist. So, jetzt sollte man hier natürlich ein wirklich langes Passwort wählen, was natürlich dann, ich sag's mal so, alle eure anderen Passwörter auch beschützt. Deswegen nehmt ihr kein einfaches, weil wenn euch diese Datei mal abhanden kommt, nicht, dass sie jemand öffnen kann. In diesem Fall nehme ich aber was einfaches, von daher tippen wir es hier zweimal ein. So, das ist natürlich in Ordnung, aber bitte immer ein schön langes und auch alles drinne, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und auch irgendwelche abgefahrenen Zeichen. Jawohl, das wollen wir einmal. Ja, ein Hinweis, dass es kurz war. Datenbankname, ja, BW, wie Passwörter. Jetzt könnten wir uns das noch ausdrucken, brauchen wir aber nicht. So, und damit haben wir hier auch schon unsere Datenbank erstellt. Und man könnte jetzt hergehen, indem wir hier links einfach unsere ganzen Passwörter einsortieren. Macht rechte Maustaste, edit ein neues Passwort. Und gibt hier einfach, was weiß ich, Windows, gibt hier einfach seinen Namen dann ein und sein Passwort, welches ich zum Beispiel benutze, um mich hier anzumelden. Und speichert so nach und nach alle seine Passwörter in diesem Programm. Und das macht es halt zum Schluss super übersichtlich, weil ich habe ein Programm, wo alle Passwörter drin sind und das ist natürlich perfekt. Ja, speichern und dann gehen wir raus. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zum Fazit von diesem Programm. Software ist natürlich auf jeden Fall einen Daumen hoch, Leute. Die Programme können echt eine Menge. Sie sind eigentlich einfach zu installieren und sie kosten überhaupt nichts. Und das ist natürlich das Nonplusultra. Also ich würde sagen, ich kann das nur auf jedem PC empfehlen. Und damit bin ich raus, Leute. Wir sehen uns. Lasst ein paar Kommentare da oder holt euch noch besser mal ein Abo. Bis dann, macht's gut. Ciao. Thank you.